Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gerade sturmfreie Bude schon wieder. Es kommt so vor, als hätte ich ständig sturmfreie Bude. Aber heute ist Sonntag und Justus ist gerade los zum Sport. Normalerweise fahren wir alle zusammen, aber ich bin heute mal zu Hause geblieben. Ich fühle mich nicht ganz so wohl für Sport. Und deshalb habe ich gesagt, ich bleibe zu Hause und bereite schon mal alles vor, denn wir wollen gleich in die Therme fahren. Ist das nicht süß? Das habe ich Elisa letztens bei DM gekauft. Die haben da ja auch so süße Klamotten für Kleinkinder und Babys. Und auch solche süßen Badeanzüge mit Blümchen drauf. Da hatte ich auf Insta-Stories live mitgenommen zum Shoppen und auch voten lassen. Ich hatte nämlich noch ein anderes, was ich ganz hübsch fand. Aber die meisten waren für das hier und ich fand das auch richtig hübsch. Ich sammle jetzt einmal alles zusammen, was die komplette Familie braucht fürs Schwimmbad. Und wenn eine fünfköpfige Familie ins Schwimmbad will, dann kann man ja den halben Hausrat einpacken. Handtücher brauche ich einmal für Johann, einmal für Clara, einmal für Elisa, dann einmal für mich und einmal für Justus. Diesen riesigen Packen muss ich schon mal einpacken. Ich glaube, ich nehme auch wieder von IKEA so eine Tasche mit. Da passt ja immer so viel rein. Aber ich weiß gerade gar nicht, wo ich meine Badesachen habe. Wo liegen die denn? Ich glaube auch unten im Wäscheraum. Einmal gucken. Hier herrscht einfach immer absolutes Chaos. Oh Gott, wo gucke ich denn jetzt? Ist hier irgendwas in der Ecke? Hier sind nur Tüten drin. Das sind auch alles nur Tüten. Wo sind denn die Badesachen? Wo ist die andere Tüte? Da müssten eigentlich die Badesachen drin sein. So, was haben wir auch noch? Sind ja diese Schwimmhilfen. Kann man sich dann so drumrum machen und dann ja, kann man damit schwimmen. Das ist einmal für Johann und einmal für Clara. Mal gucken, ob wir die heute auch wieder mitnehmen. Hier sind noch Schwimmwindeln für Elisa. Ich nehme jetzt einfach mal 3 Stück mit. Ist bestimmt eh zu viel, aber besser zu viel als zu wenig. Dann habe ich hier noch die Badehose von Johann. Johann und Clara wollten auch unbedingt ihre Schwimmbrillen mitnehmen. Dann nehme ich noch meine Schlappen mit, weil ich mag es da nicht so gerne, barfuß zu laufen. Und ich habe hier für Johann und Clara nochmal die Namen draufgeschrieben, weil andere Kinder haben eigentlich solche auch. Das sind Schwimmnudeln. Schwimmnudeln heißen die? Ich wusste gar nicht, wie die heißen. So heißen die. Ja? Wollen wir die mitnehmen? Ich habe eine echte Nudel, weil die gelb ist. Und Schwimmflügel brauchen wir auch noch. Und Taucherbrillen. Genau. Die haben wir schon. Hast du alles schon fertig? Nee, ich habe irgendwie nichts gefunden. Wie, was? Ja, wo sind denn die Schwimmsachen? Ich dachte, die sind irgendwie da in dem Wäscheraum. Ja, da sind sie. Ja, wo denn? Das ist ein Kuddelmuddel. Da findet man. Hallo Elisa! Jetzt hast du abgewartet, bis ich nach Hause komme, damit ich das mache, ja? Nein. Ich muss jetzt hier nur meine Schuhe ausziehen. Wie war es beim Sport? Bist du jetzt muskuliös? Zeig mal, bist du jetzt. Ja. So, meine Perspektive. Ah. So, ja. Ja, genau, genau. So groß wie mein Kopf. Mama. Mama. Ja, Mama, ja, ich glaube, das ist eine Mühle. Und sie hat auch nicht so viel gegessen. Dafür hat Johann alles gegessen, was sie bekommen sollte. 3 Teller hast du gegessen? Einmal von Clara, einmal von Elisa, einmal von mir. Mami. Grinsebacke. Mami. Ja, mein Schwimmanzug. Ja, müssen wir so. Also, wenn du diese Schwimmringe gefunden hast, die Schwimmen. Nein, die anderen Sachen habe ich nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo sie sind. So, jetzt zeig mir mal bitte, in welchem Kuddelmuddel das jetzt hier drin ist. Kuddelmuddel ist alles hier geordnet. Nach einem ganz besonderen System. Aha. Das da lautet. Jetzt bin ich richtig gespannt. Ich glaube, wir müssen hier mal auswissen, Justus, wie sieht das hier aus? Ja, nicht hier filmen. Ich habe eben schon hier gefilmt. Du kannst das nicht verheimlichen. 5 Stunden später. Was heißt hier 5 Stunden später? Ich mache ja hier schon. Ja, aber hier ist das nicht. Ich habe wirklich alles durchsucht. Ich habe die letzte Stunde hier in diesem kleinen Raum verbracht, um die Schwimmsachen zu finden. Hier ist alles drin. Alles. Ja, wie woher soll ich das denn wissen? Du hast ja gar nicht gesucht. Das ist aber nicht normal, dass es in der hintersten Ecke ist. Hinter der Heizung. Wir gehen ja nicht schwimmen, außer wir sind nicht noch runter. Da ist alles dran. Ja, jetzt. Okay, gut, dann lass mal auspacken. Und habt ihr auch Surfbretter? Surf? Nee, also ihr müsst euch, glaube ich, entscheiden, weil das ist sonst zu viel, was wir tragen müssen, Johann. Das ist deins? Ja, das ist deins. Der müsste dir noch passen, diese, oder? Schnüre nicht mehr. Okay. Nein. Clara, möchtest du lieber die Nudeln mitnehmen oder möchtest du ein Surfbrett mitnehmen? Am liebsten mein Surfbrett. Ach so, okay dann. Das ist Johann, das ist mein. Das ist deiner. So, das hier. So, welche findest du attraktiv? Diese oder jene welche? Das sind beide nicht so attraktiv. Was? Das kann doch nicht sein. Ich finde die schön. Ja, genau, dann nehmen wir die blaue. Ach, guck mal, hier ist noch eine schöne für Clara. Oder ist das Elisa? Nee, das ist ja, Elisa. Das ist Elisa. Ist ja auch weißt total süß. Hier? Also, die sind ja noch voller Sand. Das ist noch vom Strand hier. Bälle. Ach, guck mal, das ist Mamis. Voller
Ja, wir dürfen das nicht so mit ins Schwimmbad nehmen. Das ist ja super schmutzig. Aber hier ist noch eins von Clara. Clara, Mensch, hast du aber viele Badeanzüge. Das ist auch richtig hübsch. Ich suche mir eins davon aus. Jetzt musst du dich entscheiden. Die Entscheidung ist schwer. Was findest du am schönsten? Ich finde beide total hübsch, Clara. Ich könnte mich gar nicht entscheiden. Ja, aber wir müssen einmal Mädchen und Jungen packen, ne? Oder? Was meinst du? Es gibt doch Familienumkleiden, oder nicht? Hoffe ich doch. Zumindest brauchen wir eine Tasche nur für die Handtücher. Ja, ich muss zugeben, das Schwimmen ist so ein Hobby, das wir nicht so sehr unterstützt haben bisher. Also die Kinder haben ja ihre verschiedenen Hobbys, aber Schwimmen hat immer nicht dazu gehört. Deshalb können Johann und Clara auch noch nicht so richtig gut schwimmen. Also sie haben kein Seepferdchen. Das wird aber jetzt im Sommer in Angriff genommen. Da habe ich sie schon angemeldet zum Schwimmkurs. Deshalb nehmen wir auch noch die Schwimmflügel mit, damit wir alles da haben. So, ich muss jetzt... Kannst du den Rest packen? Oh. Ja, ich mach das schon, Justus. Ich wusste noch nicht, wo die Sachen sind. Aber jetzt weiß ich ja, wo sie sind. Aha. Was hast du in der ganzen Zwischenzeit gemacht? Was? Ich habe gesucht wie eine Verrückte. Guck mal, Elisa. Ich habe jetzt einmal alles eingepackt. Hier drin sind alle Handtücher, meine Schlappen. Dann sind hier noch die ganzen Badeanzüge, Badehosen drin. Und natürlich die Taucherbrillen. Hier die Tasche müssen wir auch mitnehmen mit Geldbeutel ganz normal. Dann Elisas Trinken. Und dann habe ich noch einen Föhn mit dabei. Und dann nochmal eine normale Windel. Dann wollten die Kinder nochmal hier die Surfbretter mitnehmen anstatt den Nudeln. Und dann haben wir alles. Kann losgehen. Wenn wir irgendwas vergessen haben... Dann ärgern wir uns. Ja, dann ärgern wir uns richtig. Wir sind jetzt endlich unterwegs. Nach 5 Stunden Vorbereitungszeit haben wir alles hoffentlich eingepackt. Das Wetter draußen ist herrlich. Also bei dem Wetter hätten wir auch keine Lust, jetzt einen Ausflug zu machen. Aber für die Therme ist es eigentlich genau perfekt. Wir müssen heute mit Navi fahren, weil wir nicht wissen, wo es lang geht. Da fahren wir nämlich zum ersten Mal hin. In 1 Kilometer rechts abbiegen. Wir müssen jetzt noch 20 Minuten fahren und dann sind wir da. So, ich bin heute übrigens nicht geschminkt. Vielleicht sieht das so aus, weil die Augenbrauen so stark sind. Aber ich habe heute Morgen nochmal so ein Augenbrauen-Tattoo gemacht. Ich glaube, das ist ja ganz gut, weil ich ja auch auf jeden Fall schwimmen möchte. Und dann halten die Augenbrauen trotzdem an Ort und Stelle. Sieht schon gut aus, oder? Das ist, guck mal. Super. Das interessiert sich nicht so sehr dafür. Doch, ich interessiere mich aber jetzt erstmal für die Straße. Okay, passt recht. Konzentrier dich bitte, Justus. Was wertvolle Fracht hier drin. Wir sind jetzt in der Umkleide, es ist ganz schön eng hier. Ziehen uns jetzt um. Wir haben uns aufgeteilt in Mädchen, die Mädchenbande und die Jungs sind drüben. Elisa will runter. Okay, komm. Muss ich mich einmal beeilen. Also, das ziehen wir jetzt einmal an. Genau, tu das erstmal alles dahin. Elisa ist fertig. Schick, Elisa. Ja, süß. Sieht süß aus. Ja, guck mal, sie posiert. Guck mal, wie süß, Elisa. Ja, niedlich. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt fahren wir los. Ja, Justus, ich bin hier. Elisa, Schwimmflügel? Nee, das ist gut. Guck mal, der Johann. Der ist auch. Schwimmflügel. Genau, alles gut. Ja, guck mal, wie du machst. Machen wir den anderen an, machen wir auch. Guck mal. Wow! Das ist total cool. Wir sind schon jetzt gerade wieder im Auto nach dem Schwimmen. Ich habe jetzt beim Schwimmen nicht gefilmt, weil Badegäste filmen ist, glaube ich, auch nicht so toll. Aber wir hatten großen Spaß, oder Johann, Clara? Ja. Hast du ein bisschen Kratzer? Ein Kratzer? Ja, unser Auto ist nämlich eingeschneit währenddessen. Jetzt musst du es erstmal kratzen gehen. Danke, Papi. Wir sind alle dick eingepackt mit Mütze, Jacke. Das ist ja mal ganz wichtig, wenn man aus dem Schwimmbad rauskommt. Und vor allen Dingen bei dem Wetter auch noch, wenn es so kalt ist. Da gab es auch so ein heißes Becken und es hat da gerade geschneit. Genau draußen war das Becken, hat es geschneit, aber wir waren im warmen Becken. Genau, da gab es so ein Außenbecken. Und Clara hatte Kristalle, also Eiskristalle an den Wimpern. Also das sah richtig hübsch aus. Sah richtig hübsch aus. Weißt du, wo es lang geht? Wir wollen nämlich jetzt nochmal essen gehen. Wir kennen hier in der Nähe schon ein Restaurant. Da schmeckt es auf jeden Fall gut. Dann nehmen wir auch immer dieselben Sachen. Deshalb fahren wir da jetzt hin und essen unser Mittagessen. Ach, guck mal, meine Augenbrauen sitzen auch noch. Muss man mal erwähnen, ne? Ich war auch unter Wasser. Also wir sind auch Wasserrutsche gerutscht. Hat richtig viel Spaß gemacht. Das ist mein Cocktail. Lisa weiß, was gut schmeckt. Das ist ein Tropical Punch. Nur ein bisschen Schnaps. Nein, Justus, was redest du? Guck mal, sie möchte das essen, die Frucht, die Physialis. Warte doch mal kurz. Lecker. Okay.
Clara hat sich auch einen Triple Kale Punch bestellt. Und das Beste daran sind natürlich die Früchte. Johann, was hast du bestellt? Ich habe einen Ginger Ale. Ginger Ale. So wie der Papi. Der Papi hat auch einen Ginger Ale. Aber in groß. Die Cocktailkirsche. Nee, will sie nicht haben. Na, dann gib her. Esse ich so. Oder Clara? Das Essen ist jetzt auch da. Ich habe mir einen Salat bestellt. Aber mag sie das nicht? Mag sie nicht? Sie hat keinen Hunger? Sie hat viel Hunger. Ich glaube, sie will auch schlafen. Ja, ich glaube, sie ist müde vom Schwimmen. Das macht einen immer so müde. Johann hat sich Spaghetti bestellt und davon hat Elisa was abbekommen. Clara hat sich eine Pizza Salami bestellt. Und Justus Schnitzel. Achso, die Gulaschsuppe hätte ich fast vergessen. Die ist auch immer lecker, nochmal zum Brot. Wenn Elisa keinen Hunger mehr hat, dann wird der Papi einfach damit gefüttert. Schmeckt dir die Pommes, Justus? Aber ich hab da keinen Hunger. Aber guck mal, Elisa sagt, du musst. Papi, du musst. Ich möchte nicht mehr. Nein, danke. Nein, danke. Das ist für Elisa. Wieso? Hast du noch Salat? Nein, danke. So lecker. Ich esse noch ein bisschen andere Sachen. Mhm. Ah. Ja, ja, ja. Dann noch mit Brot. Token. Eine Anleitung für Gulaschsuppe essen. Gulaschsuppen-Hex. Guten Morgen. Ich habe letztens nicht mehr weitergefilmt. Es ist an dem Tag nicht mehr viel passiert. Also wir waren total fertig nach der Therme. Deshalb lagen wir eigentlich nur noch den ganzen Tag auf dem Sofa und ja, haben uns ausgeruht. Ich weiß nicht, warum Schwimmbad immer einen so fertig macht, aber bei uns ist das jedes Mal so. Deshalb gab es da nichts mehr Interessantes zu schauen, aber ich dachte, ich filme heute Morgen ein wenig weiter. Ich bereite gerade das Frühstück für Johann vor. Er wünscht sich für die Schule immer Knäckebrot. Und zwar mit Salami drauf. Bei Johann ist das jedes Mal so. Also er wünscht sich immer nur das zum Frühstück. Und immer wenn ich ihm was anderes mache oder wenn ich ihm mehr mache oder noch was Besonderes, dann isst er das nicht und dann bringt er das wieder mit nach Hause. Heute ist auch ein besonderer Morgen, denn ich mache gleich Kindertausch. Johann ist nämlich heute verabredet zum Übernachten hier bei uns und Clara ist verabredet zum Übernachten bei ihrer Freundin. Das heißt, ich schleppe gleich Claras Sachen zu ihrer Freundin schon heute Morgen, wenn ich sie zum Kindergarten bringe. Dann haben wir das nämlich schon durch und ich hole auch direkt die ganzen Schlafsachen von Johanns Kumpel, damit wir auch die Sachen auch schon alle hier haben. Guck mal, was Clara wieder gebastelt hat. Ein Papageien. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass das so ihre Handabdrücke sind. Richtig tolle Idee. Also ich finde den Kindergarten, wo sie ist, auch immer so kreativ. Guten Morgen, Johann. Guten Morgen. Hast du alles für die Schule? Ja. Mami, soll ich auch die Creme einpacken? Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. Clara verträgt ja nur die eine Creme. Deshalb muss sie auch ihre eigene Creme mit einpacken. So, dann wecke ich auch mal langsam die Elisa auf. Braucht noch Elisa die Creme? Wir haben noch eine da. Ach so. Schon gut, die kannst du ruhig einpacken. Guten Morgen. Mami kommt dich wecken, du süße Maus. Hey, süße Maus. Elisa. Oh, was suchst du, Elisa? Hast du gut geschlafen? Noch ein bisschen döselig. Guck mal, es liegt immer noch super viel Schnee. Mami. Ja, Elisa. Mami sucht jetzt mal Sachen raus, die du gleich anziehen kannst. Heute hat Elisa später auch nochmal ihre Spielgruppe. Die Hose finde ich so süß hier hinten mit diesem Walla Walla. Guck mal, Oberteil, was für Hübsches anziehen. Das hier ist doch süß. Das hier ist sogar noch von Clara. Eine 104-110. Da sieht man mal, wie sehr Wäsche eingeht, wenn man sie wäscht. Und für Elisa kann ich einfach die Ärmel ein bisschen hochkrempeln und dann passt ihr das auch schon sehr gut. Dann ziehen wir das an. Ist doch hübsch. Ich gehe jetzt einmal Wasser holen und ihre Zahnbürste einmal kurz abwaschen. Papi? Ja, Mami, komm gleich. Ja? Mami holt Wasser. Schönes warmes Wasser. Elisa, versteckst du dich? Hey, wo ist Elisa? Da ist die Elisa, da ist die Elisa. Na komm, wir wollen aufstehen. Ich sehe hier ein kleines Füßlein. Ich sehe hier kleine Füße. Frühmorgens haben wir nicht so viel Zeit. Ah, hier, hier.
ist ein Schnuffelhase. Da. Abgeknutscht. Willst du hier was mitnehmen von deinem Spielzeug? Guck mal, wir nehmen den hier mit. Ist der gut? Guck mal, jetzt bist du wieder voll bepackt, Elisa. Kannst du alles festhalten? Mach's dir gemütlich. Wollen wir erstmal Zähne putzen, ne? Füßchen geht's gut? Geht's den kleinen Füßchen gut? Zahnbürste. Ich nehme da immer noch die elektrische. Da fragen mich viele nach, ob das eine spezielle ist, weil ich sie ja für Elisa benutze. Aber das ist sie nicht. Also es ist eine Kinderzahnbürste von Oral-B. Aber ansonsten ist das jetzt nicht extra für Babys oder so. Also der Kopf ist super sensitiv und das reicht aus. Also ich drücke ja nicht fest drauf. Ah. Super. Und ich benutze noch diese Zahnpasta hier für sie. Diese extra für kleine Kinder. Oh, ein warmes Handtuch. Eins, zwei, drei. Die kleinen Hände. Hände waschen, Hände waschen. Das muss jedes Kind. Hände waschen, Hände waschen. Das geht ganz geschwind. Ich benutze komplett denselben Waschlappen. Also ich fange natürlich oben an bei ihrem Gesicht. Und wenn er fertig ist, dann mache ich den restlichen Körper. Und zum Schluss dann den Windelbereich. Und dann ist der Waschlappen auch durch für heute. Gefährlich. So, jetzt muss ich ja mal kontrollieren, ob Clara alles eingepackt hat, was sie braucht für die Übernachtung. Papi ist bei der Arbeit. Ja, Frühstück gibt's gleich auch. Johann und Clara, habt ihr alles? Seid ihr schon fertig? Ja. Johann, hast du deine Haare gemacht? Ja. Sehr gut. Hast du dein Essen eingepackt? Will noch machen. Clara, hast du Haare gekämmt? Oh. Einmal bitte noch. Ich finde es so schön, dass es morgens jetzt schon immer so hell ist und abends auch immer später dunkel wird. Bring mal deine Bettwäsche runter mit deinen Lieblingskissen. Ich helfe ein und ich hole schon mal eine Tasche. Genau, Johann, du kannst dir einmal helfen. Das ist super lieb. Also das Schmetterlingskissen? Ja, wenn du das mitnehmen möchtest, dann bring das mit, okay? Ich habe schon meine Kuscheldecke, also nehme ich nur meine Bettsachen. Okay. Also ich hole die Bettwäsche wie immer, die Ikea-Tüte hier. Die ist aber gerade noch voll, das heißt, ich muss sie mal wieder entleeren. Für den ganzen Pfandflaschen. Ja. Huch, Elisa! Ein bisschen dödelig vom Schlafen. Oh je. Ja? Ich habe eine gute Idee. Was packst du ein? Mein Kamm. Deinen Kamm packst du ein? Das ist eine sehr gute Idee. Oh, was hat die Mami hier? Ja, Mami macht das schon? Danke. Okay. Oh nein, das hört nicht mehr auf. Ja, schrecklich. Wie soll das nur funktionieren? Mami macht das gleich. Ist aber lieb von dir, Elisa. Dankeschön. Warte, erstmal einzeln. Also das Kissen. Oder mach erstmal die Decke am besten. Ja, stimmt. Elisa kuschelt sich da ans Kissen. Elisa, du musst aufstehen. Das müssen wir einpacken, Elisa. Nee, Elisa, das geht nicht. Guck mal, das muss hier rein. Elisa, willst du das machen? Tu das mal da rein. Da rein? Ja. Uff, sehr gut. Packen wir schön für Clara ein alles. Was hast du jetzt hier alles drin? Hast du alles eingepackt? Mhm. Zahnbürste? Ja, erledigt. Deine Balletttasche, wo ist die? Die müssen wir auch mitnehmen. Heute ist auch noch Ballett. Mhm. Ach, ein Handtuch hat sie auch mit dabei. Sehr gut. Schlafanzug hast du dabei? Ja, habe ich alles dabei. Und die Sachen, die sie morgen nochmal zum Umziehen braucht. Und eine Puppe hast du dabei? Ist das richtig? Okay, die ist nicht aus Versehen reingerutscht. Ballett, genau. Also, die drei Taschen müssen wir mitnehmen. Elisa, lass das drin. So, Elisa, Schuhe an. Mhm. Ja. Clara, auch Schuhe an. Ja, ja. Johann, auch Schuhe an. Warte. Wir machen uns jetzt fertig, dann geht es los. Deshalb würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Elisa, sag mal Tschüss. Tschüss.
Tschüss. Lisa, mach mal. Ja, super.